Achtung! Der nachfolgende Beitrag könnte bei Zuhörern mit festgefahrener Sichtweise starke Emotionen auslösen. Bei nachfolgender Verwirrung oder geistiger Auswirkung haftet nicht der Videoersteller. Augen auf Neues. Die verkehrte Photosynthese. Die Wissenschaft irrt sich. Pflanzen nehmen Sauerstoff auf und geben CO2 ab. Die Wissenschaft irrt sich, daher bedeutet CO2 auch keine Klimabelastung und die CCS-Gesetze sind nicht nur unsinnig, sondern auch unglaublich gefährlich. Jeder kann diese Aussagen ohne großen finanziellen Aufwand überprüfen. Die Versuche dazu werden hier auf der Homepage eingehend beschrieben. Pflanzen sind allen anderen Lebewesen auf der Erde ähnlich. Sie verbrauchen Sauerstoff und geben CO2 ab. Nur durch Stress kann man Pflanzen dazu bringen, dass der Sauerstoff wieder freigesetzt wird, den die Pflanze vorher aufgenommen hatte. Leider ist die Photosynthese zum Dogma geworden. Viele Biologen glauben, dass ihre gelernten Theorien und Hypothesen stimmen und argumentieren auch entsprechend. Mit falschen Grundlagen erstellte Argumente zu benutzen, kann aber hierbei nicht zum Ziel führen. Die Natur verhält sich eben doch ganz anders. Also müssen auch die Theorien und Hypothesen überdacht und richtig gestellt werden. Es geht um neue Betrachtungsweisen, Korrekturen und letztendlich auch um unsere Zukunft. Alle Pflanzen nehmen mit dem Wasser immer Sauerstoff auf, denn im Wasser ist immer der Sauerstoff enthalten, den die Pflanze zum Leben braucht. Atomenergie ist die Grundlage des Lebens, aber nicht die Atomindustrie mit ihren Kraftwerken, wohlgemerkt. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten sehr viele Fortschritte gemacht. Die Medien und damit die Bürger haben davon profitiert. Denn wir sind dadurch über die Fortschritte der Wissenschaft durch die Medien sehr gut informiert. Was mir auffällt ist, dass kein Wissenschaftler die einzelnen Erkenntnisse zusammenfasst und abgleicht. Denn dann würde er merken, dass die Atomkraft nicht nur für den Vulkanismus und für die tektonische Plattenverschiebung verantwortlich ist, sondern auch unter anderem den Nachschub für Ozeane und die Atmosphäre liefert. Bei der Kernspaltung entstehen ständig neue Elemente. Die leichteren Elemente werden durch die Turbulenzen im Erdinneren nach oben befördert und sammeln sich unter der Erdkruste und gelangen teilweise an undichten Stellen an die Oberfläche. Dazu gehören unter anderem Kohlenwasserstoffe wie Methan, das zum Beispiel nicht nur in Sibirien an der Oberfläche austritt oder in der Tiefsee, wo es sich als Trockeneis in der Tiefe anlagert und gelegentlich durch den Auftrieb oder Erschütterung abbricht und beim Aufsteigen expandiert und dem Wasser die Tragfähigkeit nimmt, sodass ganze Schiffe versinken können. Zum Beispiel Asphalt ist ja bekanntlich auch Kohlenwasserstoff. Der kommt in Trinidad bis an die Erdoberfläche und braucht nur abgefahren werden. Mehr als 30% der Straßen der Bundesrepublik Deutschland bestehen aus Asphalt, der in Trinidad abgebaut wurde. Das Edelgas Helium wird aber bei der Verarbeitung aus dem Erdöl gewonnen. Jetzt eine Frage: Wie kommt das Helium in das Erdöl? Wenn doch die Erdölindustrie behauptet, Erdöl wäre fossilen Ursprungs und nur noch begrenzt vorhanden. Also auch Kohlenwasserstoffe sind ein nachwachsender Rohstoff. In der Schule haben wir gelernt, dass Gase jeden angebotenen Raum ausfüllen. Der Raum unserer Atmosphäre ist nach oben nur durch die Gravitation begrenzt, sodass die überschüssigen Gase von der Sonne abgezogen werden. Aber bevor die Luftmassen das Schwerkraftfeld der Erde verlassen, wird alles nochmal durchgemischt. Zum einen durch das Wetter und zum anderen durch den Jetstream. Erklärung zum Jetstream: Das sind die Winde in ca. 80 bis 150 km Höhe, die mit 200 bis 500 km/h ununterbrochen in Schlangenlinie von West nach Ost um die Erde wehen. Der Antrieb sind die Gezeiten, also der Mond.
Die Schlangenlinien resultieren aus der Schräglage der Erdachse. Also nicht das Wetter beeinflusst den Jetstream, sondern der Jetstream beeinflusst das Wetter. Da haben die Meteorologen Ursache und Wirkung verwechselt. Ach ja, kommen wir zur Photosynthese. Seit 300 Jahren behauptet die Wissenschaft, die Pflanzen atmen Kohlendioxid ein und Sauerstoff aus. Als Beweis dient ein fragwürdiger Nachweis. Also, man schneidet einen Teil Pflanze an und kann in der Flüssigkeit Sauerstoff nachweisen. Dieter Enger, Ruhe in Frieden, hat bei seinen Experimenten festgestellt, dass die Photosynthese so nicht stimmen kann und hat sich jahrelang damit beschäftigt. Dabei hat er herausgefunden, dass die Pflanzen bei normaler Beleuchtung Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben. Aber bei UV-Licht schwitzen die Pflanzen und der Sauerstoffgehalt steigt an. Mehr Informationen dazu findet ihr im Internet unter der Homepage Fehler der Wissenschaft. Wenn man wollte, könnte man auch dem abgespaltenen Wasserstoff nachweisen, denn der Sauerstoff stammt aus dem aufgespalteten Wasser. Also nicht die Pflanzen produzieren den Sauerstoff, sondern das UV-Licht spaltet das Wasser. Also die harte Strahlung des Sonnenlichtes ist für den Sauerstoff in der Atmosphäre verantwortlich. In der Wüste in Arizona wurde in den 90er Jahren das Projekt Biosphere 2 gestartet. In diesem Glashaus hat man versucht, den biologischen Kreislauf nachzuempfinden. Dieser Versuch hat meiner Meinung nach zu einer interessanten Erkenntnis geführt, auch wenn das Ganze nicht das gewünschte Resultat brachte. Denn der Sauerstoffgehalt hat rapide abgenommen, und zwar lebensbedrohlich abgenommen. Und die Luft wurde so dünn wie auf dem Kilimandscharo. Was sagt mir das? Erstens, das Glashaus ist dicht. Zweitens, der verbrauchte Sauerstoff wurde von den Pflanzen nicht ersetzt. Und damit stimmt auch die Photosynthese nicht. Im Gegenteil, die Pflanzen haben den Sauerstoff verbraucht. Der Sauerstoffverbrauch von den 8 Menschen und den Tieren kann man vernachlässigen, wenn man die Biomasse von Pflanzen und Tieren in ein Verhältnis setzt. Man hat dann mit Tankfahrzeugen den fehlenden Sauerstoff herbeigeschafft. Wenn man mit Wasser und UV-Strahlung den fehlenden Sauerstoff produziert hätte, wie der Prozess in der Atmosphäre wirklich abläuft, würde sich der Sauerstoff unter dem Glasdach sammeln und irgendwann zu einer Knallgasexplosion führen. Wer aber glaubt, an jedem Gewässer die Sauerstoffbildung nachweisen zu können, der irrt. Die harte Strahlung kommt fast gar nicht auf der Erdoberfläche an. In der oberen Atmosphäre, wo die Forscher die Ozonschicht entdeckt haben, wird nicht Sauerstoff in Ozon umgewandelt, wie man glaubt, sondern Wasserdampf in Sauerstoff und Ozon und der Wasserstoff kann unbemerkt nach oben entweichen. Das ist die Produktionsstätte für den Sauerstoff auf der Erde. Messung der Wasserstoffkonzentration oberhalb der Wolken und in der Nähe des Bildpunktes würden Aufschluss darüber geben, wie viel Sauerstoff produziert wird. Bildpunkt ist der Punkt, wo die Sonnenstrahlen senkrecht auf die Erde scheinen. Kohlendioxid und der Ablasshandel. Zur Zeit, als Martin Luther lebte, war es der Herr Tetzel, der da sagte, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Heute muss das unschuldige Kohlendioxid für den Ablasshandel herhalten. Tatsache ist, dass das Kohlendioxid in der Atmosphäre in wenigen Minuten abgebaut wird und nur ein Rest von 0,38% übrig bleibt. Den Stoff, der das bewirkt, hatte Dieter Enger aus der Atmosphäre isoliert und hatte es oft demonstriert, indem er diesen Stoff in einen Schubkarrenreifen gefüllt und diesen dann mit Kohlendioxid aufgeblasen hat. Danach war der Schubkarrenreifen in wenigen Minuten vollkommen zusammengefallen. Wenn man messen würde, statt zu rechnen, würde man der Wahrheit näher kommen. Daraus resultiert,
wenn sich das Kohlendioxid über und in einem großen Wald abgebaut hat, entsteht ein Tiefdruckgebiet und es werden Luftmassen angezogen und damit auch Wolken, so wie im Regenwald. Also wenn die Regenwälder abgeholzt sind, haben wir einige Wüsten mehr. Also wenn mal der atomare Brennstoff verbraucht ist, dann wird nach und nach das Wasser verschwinden und dann der Sauerstoff aus der Atmosphäre und die Erde sieht dann genauso aus wie der Mars oder Mond. Übrigens hatte man doch auf dem Mars Spuren von Wasserläufen entdeckt. Entscheide immer aus deinem Herzen, aber halte immer die Augen auf. Sei bei allen skeptisch, leg dich nicht fest und zweifle. So kommst du der Wahrheit näher. So grausam und aussichtslos die Dinge momentan erscheinen, stelle dich jeder Situation und schaue nicht weg, hinterfrage sie. Dann ist alles gut.